Moin moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Raft. Überleben auf dem Floß. So, und was ist da los auf dem Floß? Komm schon. Komm schon. Oh, meine Güte, war das knapp. Los, 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 los. Wieso bin ich denn auf einmal so weit runter mit dem Essen? Hilfe. Hilfe, Hilfe, große Not. So, ja, da wäre das Überleben auf dem Floß fast vorbei gewesen. Und da schwimmen die ganzen schönen Fässer und vor uns ist gar nichts mehr. Das ist natürlich super ärgerlich. Na gut. So, pass auf. Wollen wir erstmal... Ach, guck mal, hier haben wir noch mehr. Sehr schön. Ups. So, gucken wir mal, dass wir hier auch ordentlich... schnell mal die Ressourcen nachfüllen. So, ja, ihr seht, ich mache heute tatsächlich mal wieder ein Let's Play mit Kamera. Einfach nur, keine Ahnung, weil ich es kann, weil ich Bock drauf habe. Weil schönes Wetter ist. Und ich heute, finde ich, besonders gut aussehe. Noch mehr als sonst. Nee, wir gucken mal. So, ja, in der letzten Folge... Ach so, warte mal, hier. Ja, so viel zu... Wir wollen gucken, dass wir weiterkommen. Erstmal muss ich selbst jetzt kurz einen Schluck trinken und dann kommen die Blümchen dran. Hab nämlich keine Lust, hier gleich hops zu gehen. Keine Ahnung, warum das so war. Aber hier habe ich sonst auch noch ein bisschen Reserveessen für einen ganz schlimmen Notfall. Das gefällt mir schon mal gut. So, dann gucken wir mal hier eben. Hier haben wir noch ein paar Seile drin, das ist auch gut. Guck mal, die können wir mal eben komplett vollfüllen. Okay, dann haben wir das doch schon mal. So, dann können die Sachen nämlich hier mit hoch. Und das habe ich hier unten. Ja, okay. So, Plan ist gesetzt. Da kommt ein Fass. Das wollen wir uns auf jeden Fall schnappen. Und da machen wir uns mal abwurfbereit. Als nächstes werde ich, glaube ich, mal wieder mein Floß ein bisschen erweitern. Denn so langsam können wir da mal ein bisschen größer werden. Think big. So. Na, warte mal, wenn wir den so werfen, dann könnte ich ja sogar... Ja. Und wo kommt das Palmenblatt? Das muss doch hier auch irgendwo kommen. Da. Zack. Juhu. Sehr schön. So, ja, also ihr habt wahrscheinlich auch schon von anderen YouTubern, Let's Playern, Streamern, wie auch immer... mitbekommt, was bei Raft so los ist, was man hier so machen muss. Und nichtsdestotrotz, wie gesagt, hatte ich ja auch schon gleich als allererstes gesagt bei der Folge, warum müsst ihr bei mir zugucken? Müsst ihr natürlich nicht, steht jedem frei. Und wem das woanders besser gefällt, dann seid ihr da natürlich jetzt nicht an mich gebunden, sondern könnt auch da gerne gucken. Da bin ich auch nicht böse drum. Ne, jeder so, wie er mag. Und ich versuche jetzt hier einfach mein Ding durchzuziehen, weil mir das Spiel einfach unheimlich viel Spaß macht. Und ich das halt auch durch, ja, vielleicht meine Art von Enthusiasmus für das Spiel euch vielleicht auch ganz gut in Anführungsstrichen verkaufen kann oder nahe bringen kann. Ist vielleicht besser. Ich möchte hier keinem was verkaufen. Ich möchte euch einfach ein Spiel zeigen, auf das ich persönlich super viel Bock habe. Und darum geht es mir hier in erster Linie. Und alles andere... Oh, oh, oh. Ja, das ging gut. Gut, dass Horst Peter gerade ein Stück weg war. Wo ist Horst Peter überhaupt? Horst Peter ist schon wieder... Der streunert schon wieder rum, da. Mann, Mann, Mann. So, dann gucken wir mal, dass wir gleich noch... das Fass da hinten bekommen. Komme ich da ran? Jawoll! Alles, was man so greifen kann, ist immer gut. Eigentlich könnte ich sogar noch ein kleines Stückchen darüber paddeln, finde ich. Da ist Horst Peter. Moin, Horst Peter.
So, guck mal, dann komme ich nämlich auch besser gleich hier an die Fässer ran. Und natürlich sammeln wir auch die ganzen Sachen hier ein. Gerade die Planken. Also ich finde, Planken ist eigentlich mit die wichtigste Ressource in diesem Spiel. Doch nicht jetzt, Horst Peter, Mensch. Du Spacko, Horst Peter. Mann. Da wollte ich gerade weiter ausbauen. Na, siehst du mal. Erfolgreich. So, immerhin konnte ich die Sachen einsammeln. Das ist doch schon mal ordentlich. So, wir gucken mal. Ja, ich habe hier auch ein paar Dinger am Start. Guck mal, den bauen wir wieder ran. Den hier vorne bauen wir auch ran. Und dann gucken wir, dass wir. Oh, wie viel Plastik. Aber Plastik habe ich hier noch. Sehr schön. Okay, so, damit würde ich sagen, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Wir konnten das Floß etwas vergrößern. Und die Sachen. Oh ja, ich muss auch schon wieder was essen hier. Geht ja gar nicht. Quatsch, da ist Schrott drin. Gucke mal an. Komme ich da ran da hinten? Und. Oh, das sieht ganz gut aus. Ja, das sieht richtig gut aus. Oh, da hinten kommt noch eine Insel. Muss ich sowieso ein Stück hier rüber. Das passt doch. Wie die Faust aufs Auge. Kein Handpaddel bauen. Sehr gut. So, ich versuche mal so vor das Floß zu schwimmen, dass das einen Moment anhält. Hammer gut. Nee, 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 nee. Clotilde. Hau ab. Adios. Ich finde das immer so cool, wenn die untergehen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber okay, wir müssen uns jetzt erstmal auf Sachen konzentrieren hier. Wir müssen Dinge erledigen. Dinge müssen erledigt werden. So, pass auf. Da ist alles soweit voll. Steine können auf jeden Fall weg. Ach Quatsch. Naja, eigentlich noch nicht, weil. Ist jetzt die Frage. Ich habe noch gar keinen Wurfanker. Oh Mann. Mir fehlt schon wieder die Hälfte. So, wollen wir mal gucken. Dann paddeln wir gleich mal darüber. Und wollen mal gucken, dass wir unsere erste Insel ein bisschen erforschen können. So, jetzt muss ich nur noch eine Stelle finden, die relativ niedrig ist, damit ich auch rankomme, beziehungsweise nicht ganz so viele Holzdinger bauen muss. Und von der ich auch weiterkomme. Das ist natürlich das nächste Problem. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Da müsste ich ja fast so hochkommen, oder? Aus, Peter. Aus. Ey, du schon wieder. Du warst doch gerade eben schon hier. Fräulein.
Ich glaube, die wollte mir tatsächlich Kartoffeln klauen. Wo kommen wir denn hier hin? Ich muss erstmal selbst was trinken. So. So, jetzt gucken wir erstmal, dass wir unsere Nahrungsvorräte ganz entspannt auffrischen. Wir stehen ja jetzt hier gemütlich an der Insel. Oh, Peter. Ups, ne, ich wollte doch gerne die Kartoffeln hier futtern. Keine rohe Kartoffel. So, dann können wir auch mal gucken. Die Steine können hier nämlich wieder rein. So, gucke mal, dass wir ein bisschen Ordnung reinkriegen. Essen. Oh, ich habe Glibber gefunden in der einen Kiste. Das heißt für mich aber auch gleichzeitig, ich muss wahrscheinlich mal eine neue Kiste bauen. Schrott und Plastik. Gut, Schrott und Plastik. So. Bauen wir erstmal eine dritte Kiste. Schrott und Plastik. Sehr gut. So, guck mal, jetzt haben wir hier nämlich nochmal eine neue für alle möglichen Krams. Oh, ich habe keine Planken mehr, oder? Habe ich noch Planken irgendwo als Reserve? Nein. Das ist ganz, ganz schlecht, weil jetzt komme ich da gar nicht hoch. Mit den paar Planken, die ich nur noch habe, oder? Ja, vielleicht kann ich noch eine Dachschräge bauen. Das wird dann wahrscheinlich aber auch das höchste der Gefühle sein. Oh ja, perfekt. Mich da nicht mal ran. Toll. Nein, ey, wie blöd. Ah. Ah, es reicht. Cool. Oh, hab ich ein Glück. Sehr schön, aber nichtsdestotrotz erstmal essen und trinken. Ganz, ganz wichtig. So, komm mal her. Oh, da war auch was Peter gerade. Ja. Wir sind ja immer noch nicht so ganz hundertprozentig wieder aufgeladen, was das angeht. Na, wo sind die? Da. Ach, guck mal, ich habe keine Woodplanks mehr. Das ist natürlich jetzt relativ ärgerlich. Aber da oben ist ja... Habe ich eine Axt? Oh, Gott sei Dank habe ich eine Axt. Dann gucken wir erstmal, dass wir uns einen Baum fällen, damit wir die Grills wieder anwerfen können. Die Grillse. Mist. Guck mal hier, die Ananas, die kann gegessen werden. Dann können wir Blumen aufsammeln. Mist. Guck mal, die Kokosnuss, die kann gegessen werden. Und dann können wir Samen aufsammeln. Haha. Da komme ich auch noch sogar weiter hoch. Sehr geil. Clotilde. Böses Mädchen. So, dann erstmal hier. Weiter geht's. Hoffentlich habe ich noch irgendwo Platz für die Farben. Das wäre ganz cool. So, guck mal an.
Ach, Rot gibt's auch noch. Mist. Na gut. Das passt natürlich jetzt nicht. Schade, dass die Kisten nicht eine Spalte mehr haben. Dann könnte man alle Farben einmal ordnen mit den dazugehörigen Samen drunter. Aber aktuell habe ich auch noch gar keine Samen. Insofern ist es wurscht. Guck mal, dann kann die Mango da auch noch mit rein. Hier habe ich sogar noch zwei Kokosnüsse. Die kann ich eigentlich mal futtern, damit die hier nicht die ganze Zeit rumdümpeln. Guck mal, dann mache ich die Samen hier mit rein. Okay. Ja, das so gefällt mir das im Moment ganz gut, würde ich sagen. Wir packen mal eben das weg. Also. Mal ganz im Ernst, Freund hier. So. Immer wenn ich hier gerade irgendwas tüdeln will, ne? So, sehr schön. Weil dann kann ich das nämlich alles, dann nimmt das alles einen Platz weniger weg. Wenn ich die Hähnchenschenkel kann ich ja mit in die Kiste packen. Die Zwiebel kommt damit hin, dann habe ich wieder mehr Platz hier im Inventar. Und die Kokosnüsse werde ich mir jetzt auch einverleiben hier. Sehr gut, da sind die nächsten Kartoffeln, die fertig gemacht werden. Das gefällt mir. Und dann würde ich sagen, gucken wir gleich mal weiter. Ah, ich weiß nicht, die Möwe schwirrt hier schon wieder so rum. Wir gehen mal eben ein Stück weg und gucken mal. Und beobachten. Beobachten ist immer wichtig. Ne? Wo ist sie hin? Wäre geil, wenn man den Speer werfen könnte. Oder einen Bogen bauen könnte. Ein Bogen wäre auch cool. Oh, Metallerz. Sehr gut. Ich werde erstmal, bevor ich jetzt weiter Blumen einsammle, auf jeden Fall erstmal die wichtigen Sachen. Ich brauche Planken, auf jeden Fall, um die Feuer weiter anzuheizen. Das machen wir mal als erstes. Geil, vielleicht kann ich von hier oben auf die Möwe runterspringen, wenn die kommt. Oh, guck mal, mein Inventar ist voll. Warte mal, wenn ich hier runterspringe, müsste ich eine kleine Ecke schwimmen. Aber das ist nicht so schlimm. Oh, guck mal, hier sind noch zwei Bäume sogar. Was? Planke? Oh, Planke. Ja, wegen der Planken sind wir hauptsächlich hier. Ja, weil wir Plankenmangel haben. Dementsprechend auf sonnigen Inseln könnt ihr immer relativ gut wieder an Planken rankommen. Das ist ganz cool. Oh, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Wie ich das gemacht habe? Also es war schon ein bisschen meisterhaft, würde ich mal sagen. Das also ganz jetzt... So, guck mal, die restlichen Federn können auch weg. Danke, tschüss. Hier haben wir Samen. Noch mehr Samen. Und Mangos. So. Nee, Quatsch. Ihr kommt hier rein. Oh Mann, so langsam geht mir der Platz aus. Ich brauche gleich noch mehr. Ich brauche gleich noch mehr Truhen, habe ich so das Gefühl. Guck mal hier, da können die Hähnchenschenkel rein, das ist schon mal gut. Aber die ganze Zeit, die ich hier verschwende zum Gucken, na, da könnte ich mir lieber einfach nochmal Schrott und Kunststoff. So, pass mal auf.
stellen wir uns noch mal ein kleines Lager her, packen das hier mit hin und gut ist. So. Dann kann ich jetzt nämlich auch mal ein bisschen das insoweit ändern, dass ich zum Beispiel hier Ressourcen reinpacke. So, guck mal, das gefällt mir irgendwie schon ein klein bisschen besser so. Stein ist ja eigentlich auch eine einfache Ressource. Ach, hier sind noch mehr Palmblätter, oh mein Gott. Es fehlt so viele Palmblätter aktuell. Ich muss mal Seile bauen. Dann kann ich hier nämlich Nahrung mit rein. Guck mal, da haben wir die Mango zum Beispiel. Die kann hier mit hin. Ja, Mango, Mango, das passt gut. Hier haben wir Stufe 2 Ressourcen. Keine Ahnung, wie nennt man das? Ich packe die Sachen einfach mal hier mit rein jetzt. So. Nein. Da ist mein Speer kaputt. Ich glaub's ja nicht. Na gut. Ich glaube, Holz und Schrott brauchte ich für einen Speer. Seil. Okay. Das Seil ist ja eigentlich auch viel besser als Holz. So, guck mal. Wieder ein Platz mehr. So, das kann hier noch mit hin. Ah, siehst du wohl. Jetzt kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Und, ja. Hähnchenschenkel, sehr geil. Die können eigentlich auch schon mal hier mit rein. So. Ja, also man, ihr seht, man hat hier eigentlich immer was zu tun. Ne? Also selbst oder vielleicht gerade am Anfang des Spiels ist man ja auch noch weit davon entfernt, irgendwie total entspannt zu sein, weil man doch immer noch mal hier was sieht, da was sieht. So, wir gucken mal eben, was die Blumen hier so sagen. Das war's an Blumen. Oh, meine Axt ist auch bald weg. Da brauche ich bald eine neue Axt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh. Meine schöne Axt. Ach so, warte mal, hier waren noch mehr Blumen. Wie viel Platz habe ich denn noch? Oh, nicht mehr viel, nicht mehr viel. So, wir müssen erstmal runter. Und bauen uns hier quasi... bauen. Wir machen uns das Inventar einmal leer. So. Gelben Samen. Samen und Samen. Mango. Wassermelone. Geil. Watermelon. Achso, hier guck mal. Rote Blume. Eigentlich bräuchte ich sogar noch eine Kiste mehr. Guck mal, hier sind rote Samen. Kommen dann hier noch mit rein. Hauptsache, ich habe Platz. So, und ich brauche eigentlich noch eine neue Axt. Was brauche ich für eine Axt? Seil, Schrott und Planken. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir genug... Ja, haben wir noch genug. Sehr schön. Vielleicht nicht für jetzt, aber für später. So. Das muss immer gerne laufen. Gerade wenn man sowas macht wie Insel erkunden oder so, dann sollten die Grills, vor allem am Anfang,
Die Wassergewinnungsanlage und natürlich auch, wenn ihr habt Schmelzen zum Beispiel, ne, da solltet ihr immer darauf achten, dass ihr da, dass die Dinger laufen. Dann habt ihr da nämlich schon mal ein klein bisschen Zeit gewonnen. Sowas ist immer ganz praktisch dann, ne? Das gucken. Da war ich schon. Aber da müsste ich eigentlich rankommen. Warte mal, da ist die Axt. Ja, sehr gut. Guckt euch das mal an. Da können wir doch tatsächlich noch auch so ein bisschen was abgreifen. Sehr schön. So, wenn wir gerade hier sind, packen wir einmal alles nochmal weg. Achso, schwarze und weiße Samen, die kann ich natürlich gerade nicht verwenden. Kokosnuss, die kann ich mir gleich mal reinhauen. Planke, Palmwedel. Okay. So, dann gehen wir jetzt ein letztes Mal, denke ich mal, auf die Insel, weil da ganz oben komme ich aktuell eh noch nicht ran. Ist ja schon wieder an meinem Fluss zugange, der hässliche Vogel. Hi. Hammer gut. So, ich würde sagen, oh, da haben wir die Insel auf jeden Fall weitestgehend abgegrast. Da ganz oben komme ich leider nicht mehr hin, oder jedenfalls jetzt nicht aktuell, weil mir dafür definitiv noch die Ressourcen fehlen. Und hier brauche ich Plastik. Habe ich noch Plastik irgendwo? Ja. So. Ach, kann ich gerade nicht, weil ich zu dicht an der Insel dran bin. Das ist manchmal aber auch zum Mäusemelken. Na gut, so. Achso, geht noch gar nicht. Das läuft auf jeden Fall weiter. Wir hauen uns nochmal die Kokosnüsse rein. Ja, würde ich sagen, haben wir doch die erste Insel erfolgreich gelootet. Und wie schreibe ich es immer so schön in meinen Streams? Loot tut gut. Und auch hier ist es der Fall. So, gucken wir mal. Das kann damit rein, das kann damit rein. Haben wir wieder ein klein bisschen Platz. Das freut mich sehr. So, die beiden Dinger können wir uns mal reinziehen hier. Dann haben wir nämlich wieder einen Platz mehr im Inventar frei. Ja, das gefällt mir. So können wir das lassen. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir mal auf Tauchstation. Was kostet mich denn eine Angel? Planken und 8 Seile, okay. Ach, ich habe doch Seile. Na egal. So, wir haben eh viel zu viele hiervon. Guck mal, das gab doch schön ein bisschen Platz. Ach, hier sind sogar noch mal 4 mehr. Herrlich. So, dann werde ich in der nächsten Folge einfach mal eine Runde angeln. Und dann gucken wir, dass wir uns einen Haiköder machen können, den wir dann dafür benutzen, den Hai abzulenken, während wir dann hier unseren ersten Tauchgang unternehmen. Dafür könnte ich allerdings nochmal Planke und Kunststoff. Genau, das mache ich jetzt nochmal, sonst vergesse ich das nämlich in der nächsten Folge. Und das wäre super ärgerlich, wenn ich runtertauche ohne einen zweiten Haken. Denn der, den ich jetzt hier habe, der wird sicherlich nicht mehr die Ewigkeit aushalten. Insofern, Vorbereitung ist da doch definitiv eine gute Sache. Und auch hier wieder. 2, 3, 4. Da kommt noch einer drauf. Guck mal, können wir das noch gleich trinken. Oh, jetzt habe ich auch keine Planken mehr. Mensch, alles schon ver... Wofür habe ich denn... Ach ja, ich habe einen Speer gebaut, ich habe eine Angel gebaut. Ja, 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 ich weiß wieder. So, und ich hau mir jetzt das Highsteak hier rein. Habe ich nämlich wieder einen Platz im Inventar frei. Siehst du wohl. So, liebe Leute, ja, ihr seht schon hier, die Sonne geht langsam unter und wir haben die Angel in der Hand. Morgen geht's dann los, quasi in der nächsten Folge, mit einer kleinen Angel-Session. Und dann gucken wir, dass wir einen Haiköder zusammenkriegen.
und hier den ersten Tauchgang auch unternehmen können. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, lasst auch gerne einen Daumen nach unten da. Aber dann würde ich mich freuen, wenn ihr schreibt zum Beispiel, was euch nicht so gut dann gefallen hat, wenn es denn so sein sollte. Ich meine, gut, es war noch nicht so viel Action drin. Also bei Raft ist sowieso nicht so viel Action. Aber wie gesagt, konstruktive Kritik nehme ich immer super gerne an. Ich möchte ja auch besser werden, auch für euch natürlich. Und dementsprechend, sollte es euch nicht gefallen haben, schreibt es doch einfach bitte rein. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr es natürlich auch gerne reinschreiben. Da bin ich ja nicht so. So, wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut und ciao, ciao.